Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Wissenschaftsshow in Dreisat. Wir hatten Sie aufgefordert, uns die größten Fortschritt-Flops aus Technik und Wissenschaft zu nennen. Anschließend konnten Sie über die 20 größten Flops abstimmen. Online, über unsere Homepage oder wie in guten alten Zeiten von Hand geschrieben. Egal ob per Mausklick oder Stimmzettel, uns hat überrascht, wie groß die Einigkeit war über das, was uns zwar als Fortschrittsidee verkauft wurde, in Wahrheit aber ein Flop war. Sicher ist manches eine Frage der Perspektive, denn vieles, was sich erst im Nachhinein als Flop erwiesen hat, war zu Beginn eine tolle, vielversprechende Idee und hatte absolutes Erfolgspotenzial. Beginnen wir den Countdown mit Ihrer Nummer 20. Die Preisfrage lautet: Wenn die künstliche Intelligenz immer intelligenter wird, kann sie sich am Ende dann mit unserer natürlichen Dummheit messen? Seit Jahrzehnten wird er uns als nahezu einsatzfähig versprochen. Der Service-Roboter. Er soll lästige Hausarbeit erledigen, Getränke servieren und uns ganz allgemein das Leben versüßen. Der Roboter hat Chips und wir haben Grips. Und die Frage ist, kann man mit Chips Grips generieren? Dieser Herausforderung stellen sich seit Jahrzehnten ganze Heerscharen von Forschern weltweit. Ihr Ziel? Der Roboter soll Gefühle zeigen und seine Hightech-Finger wie von Menschenhand bewegen. Ein langwieriger und extrem komplizierter Prozess. Wenn Sie mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen in die 70er Jahre, da hat sich keiner vorstellen können, dass wir alle zu Hause einen Computer haben. Ich denke, in 10 Jahren wird es für uns selbstverständlich sein, dass wir einen Roboter zu Hause haben. Einen Service-Roboter, einen Küchenroboter, einen Staubsauger-Roboter oder was auch immer. Das wird doch viel selbstverständlicher werden, als wir es heute für möglich halten. Einen richtigen guten Roboter oder wie man das nennen wollen, der wirklich Intelligenz, den wird es so schnell nicht geben. Lebenserfahrung oder tatsächlich steckt mehr ein Weltwissen dahinter. Das kriegen sie nicht so einfach in den Computer rein. Ein Mensch braucht 16 Jahre, bis er auch einen guten Witz gut versteht. Ein Roboter wird nie einen Witz richtig verstehen. Bisher war das auch nicht nötig. Industrieroboter verrichten recht humorlos ihre Arbeit und das sehr präzise. Solange sie unter Strom sind, schaffen sie pausenlos. Hemden bügeln oder Windeln wechseln können sie bis heute nicht. Das sind hochspezialisierte Idioten. Das sind die Roboter heute. Und der Weg zu echter Intelligenz, das legt uns auch der Stand der Intelligenzforschung heute nahe, ist sehr viel länger, als man sich das ausmalen konnte. Ich bezweifle, dass ich in meinem Leben, das hoffentlich noch 4 Jahrzehnte dauern wird, einen Roboter treffen werde, mit dem ich mich auch nur annähernd unterhaltsam unterhalten kann. Na, er müsste, wenn ich heimkomme, einfach mal sagen, du siehst aber schlechter aus wie bei deinem Tag, war was los? Oder wenn ich irgendwas sage, dass er zu mir einfach mal sagt, halt's Maul jetzt. Wem das zu weit geht, kann dann immer noch den Stecker ziehen. Kennen Sie das? Sie vertrauen der Technik. Beispielsweise dem Kommunikationsunternehmen, das Ihnen verspricht, in 2 Jahren haben wir es, Sie werden sehen. 2 Jahre später heißt es dann, bald haben wir es, beim nächsten Update sind alle Fehler beseitigt, wirklich. Tja, und am Ende wird das große Versprechen dann zu einem Riesenflop. Hier kommen die nächsten Flops. Es sollte der Aufbruch in ein neues Zeitalter der Kommunikation werden, das Bildtelefon. 1970 lässt es sich der damalige Postminister Georg Leber nicht nehmen, das Gerät einzuweihen. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es ausgezeichnet. Das ist das erste Gespräch mit der Versuchsanlage. Ich hoffe jedenfalls, dass die Ingenieure, die weiter an der Entwicklung dieser Versuchsanlagen befasst sind, bald in einigen Jahren so reife Projekte haben, dass die Bürger im Lande davon den Fortschritt spüren. Ich habe eine Berufsausbildung als Fernmeldetechniker absolviert bei der damals noch Deutschen Post. Damals gab es noch nicht mal die Telekom. Das Bildtelefon stand, wie man uns Auszubildenden damals sagte, unmittelbar bevor. Und zwar in vollem Funktionsumfang. Das ist jetzt fast 30 Jahre her und ich warte immer noch. Und wenn wir mal eine Videokonferenz machen, dann klappt es eigentlich nie, weil man entweder schreien muss oder den anderen nicht versteht oder die Bilder ruckeln oder das Licht nicht stimmt oder die Verbindung abbricht.
Die Idee, sich beim Telefonieren zu sehen, wurde schon vor mehr als 75 Jahren geboren. Immer neue Anlagen werden im Auftrag der Deutschen Bundespost entwickelt. Man kennt es, wenn man mit jemandem telefoniert und dann muss man zwangsoftmals fröhlich sein und höflich und sagen, ja, das ist schön, ja, danke, danke schön, das ist prima, wir hören wieder voneinander, wieder schauen, legt auf und sagt, Arschloch. Das ist natürlich mit einem Bildtelefon oder der Videotelefonie eher nicht machbar. Trotz aller technischen Mängel bleibt die Faszination am Bildtelefon ungebrochen. Es herrscht Aufbruchsstimmung in einer Zeit, in der Internet und Skype noch reine Utopie waren. Bei uns in der Columbia gab es ehrlich gesagt in jeder Ecke eine Kamera. Die wollten natürlich genau schauen, was machst du da, arbeitest du wirklich, machst du das richtig und all sowas. Es mag ja ganz gut sein, aber irgendwann möchte man auch seine Ruhe. Man möchte irgendwann mal seine Hose hochziehen oder Nase bohren oder irgendwas machen. Und das soll nicht jeder sehen. Und man will seine Privatsphäre haben. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum sich diese Videotelefonie nicht durchgesetzt hat. Ende der 1970er war auch Big Brother noch nicht erfunden. Das Bildtelefon sollte dem Chef die Arbeit von zu Hause ermöglichen. Guten Morgen, Herr Löwenhagen. Wann könnten Sie denn ungefähr da sein? Homeoffice ist heute weit verbreitet, nicht jedoch das Bildtelefon. Technisch immer noch nicht ausgereift, erstaunlicherweise. Obwohl ich das heute auf jedem Smartphone hinkriege, sind dann doch die etwas größeren Übertragungen immer noch nicht so einfach. Es muss natürlich schon das mobile Bildtelefon sein, ne? Also wenn man immer an einem Fleck sitzen muss und so, um irgendwo reinzustarren, das finde ich wahnsinnig langweilig. Man muss eben wissen, ob man das will. Ich will das nur mit ein paar Menschen. Mit ganz vielen will ich es nicht. Inzwischen hat Skype die kühnsten Fantasien der Bildtelefonpioniere längst überholt. Und das zum Nulltarif. Auf ins All lautet die Kampfansage des europäischen Navigationssystems Galileo. Herausgefordert wird das amerikanische GPS-System. Uns bestens vertraut als ein verlässlicher Begleiter im modernen Alltag. Doch das ist der EU nicht genug. 1999 beschließt sie, selbst die Richtung weisen zu wollen. Kaum ein Mensch weiß, was ist Galileo. Jeder sagt sich, wieso? Ich habe doch ein GPS. Wozu brauche ich Galileo? Und soll ich Ihnen was sagen? Im Prinzip haben die Leute recht. Die werden keinen Unterschied feststellen. Die werden ihr Gerät kaufen und werden sagen, hier bin ich, hier steht's. Und ob das Galileo ist oder GPS, das wird die überhaupt nicht interessieren. Geschätzte 3,5 Milliarden Euro Entwicklungskosten hat das Projekt bis heute verschlungen. Viel Geld, um den Amerikanern Paroli zu bieten. Die haben ihr GPS für das Militär entwickelt, um zielsichere Treffer zum Beispiel im Irak zu landen. Auch die Europäer haben einer militärischen Nutzung von Galileo zugestimmt. Es ist ein durchaus politisches Projekt, was dazu dient, die Infrastruktursysteme der Echtzeitgesellschaft des 21. Jahrhunderts zu entwickeln. Wir wollen in Zukunft jederzeit wissen, wo wir sind, wo die Waren sind, wo die Produkte sind, wo die Güter sind. Und dafür brauchen wir einfach ein Satellitennavigationssystem wie Galileo. Längst sollten die Satelliten im Orbit sein. Aber statt der geplanten 30 wurden bislang erst 2 in den Weltraum geschossen. Die Europäer hinken ihrem Zeitplan meilenweit hinterher. Und nicht nur das, auch die Industrie ist von dem sündhaft teuren Projekt abgesprungen. Es ist eine Technologie, die unseren Alltag vollständig durchdrungen hat. Und wenn eine einzige Nation allein für die ganze Welt darüber entscheiden kann, ob diese Technologie zur Verfügung steht oder nicht, dann ist das nicht gut. Und deshalb finde ich es toll, dass die Europäer dem etwas entgegensetzen wollen. Wäre ja auch schön, wenn das klappen würde. Ich bin wahnsinnig aufgeregt schon heute, fürchte aber fast, ich werde es gar nicht mehr miterleben. Ne? Die Gefahr besteht. Trotz aller Kritik, Galileo ist nicht mehr aufzuhalten. Voraussichtlich 2020 sollen alle Satelliten in der Erdumlaufbahn und das System europaweit einsetzbar sein. Erst dann wird sich zeigen, ob Galileo ein Erfolg oder eine milliardenschwere Verschwendung von Steuergeldern ist.
La Concorde, die Eintracht, eine Ikone der Luftfahrt und ein technisch einmaliges Produkt ihrer Zeit. Ihr Jungfernflug 1969, ein Ereignis von Weltrang. Die Euphorie schier grenzenlos. Sie 1961, sagt Kennedy, noch in diesem Jahrzehnt auf den Mond und wir haben alle gejubelt. Und dann haben wir Herzen transplantiert und dann wollten wir Köpfe transplantieren. Da war alles machbar und wir wollten das auch so. Und wir wollten auch eine Concorde fliegen. Und jetzt lachen wir drüber. Ist ja gut, wir haben was gelernt. Die Concorde erobert die Welt, allerdings nur für kurze Zeit. Zu laut, zu teuer, zu ungemütlich, so das Urteil. Nur Air France und British Airways nehmen den extravaganten Flieger in ihre Flotte auf. Die Concorde war kein Klasseflieger. Die Concorde war von vornherein ein ineffizienter Hybris-Traum von zwei ehemaligen Großmächten, die irgendwie der Welt zeigen wollten, dass sie immer noch ganz vorne sind. Das Ding war schon beim Jungfernflug energetisch betrachtet ein richtiger Reinfall. Die Concorde verbraucht 6 Liter Kerosin pro Sekunde. Dafür legt der Überschalljet die Strecke von Paris nach New York in nur gut 3 Stunden zurück. Mehr als doppelt so schnell wie ein normales Flugzeug. Reisegeschwindigkeit Mach 2, also 2400 Kilometer pro Stunde. Das war auch ein bisschen mehr so das Gefühl der Ingenieure. Ach, das können wir, das machen wir jetzt. Und soll ich mal sagen, ist ja auch ein geiles Ding. Ich meine, Überschallgeschwindigkeit fliegen ist ein tolles Gefühl. Also es war schon der Rausch der Geschwindigkeit halt. Mach 2 oder Mach 2,5 oder Mach 3. Aber gebraucht hat sie keine Sau. Im Juli 2000 dann ihr jähes Ende. Eine Maschine stürzt kurz nach dem Start in der Nähe von Paris ab. 113 Menschen sterben. Das Unglück bedeutet das Aus für die Concorde. Ich weiß noch, als ich klein war und meine Eltern mit einem sogenannten Atlas navigieren mussten. Das war eine analoge, aber voll durchblätterbare Vorversion des heutigen Satellitennavigationssystems. Wir fuhren natürlich in unserem alten NSU Roh 80 mit Wankelmotor, einer Ikone der deutschen Automobiltechnik, die leider auch völlig gefloppt ist, durch das Ruhrgebiet, bogen aus Versehen, Kartenlesen ist Glückssache, in Wuppertal ab und da sah ich sie, die Schwebebahn. Ich zog mein Schulheft aus der Tasche und schrieb den Satz: Tolle Idee, das Ding muss man nur rumdrehen, das sollte auch magnetisch gehen. Dringend Siemens anrufen. Ihr Platz Nummer 16. Die Quadratur des Kreises. Ein Schienenfahrzeug, das schwebt statt rollt. Der Transrapid sollte in die Lücke zwischen ICE und Flugzeug stoßen. Schnell, wirtschaftlich und umweltverträglich. Die Technik finde ich genial. Sie ist toll. Es ist sozusagen ein Schweben durch die Landschaft. Aber leider hat sie sozusagen nicht in unsere Verkehrslandschaft gepasst. Denn wir haben eigentlich alles. Wir haben Busse, Autos, Eisenbahn. Wir haben alles. Wir brauchen nicht mehr. Ich finde, fürs Emsland ist es ja schön. Also ich meine, im Emsland, was gibt's im Emsland? Wer fährt ins Emsland? Und wenn du dann so eine Magnetschwebebahn seit Jahrzehnten hast, die immer im Kreis fährt. Auf diese deutsche Hochtechnologie in Rheinkultur wurden große Hoffnungen gesetzt. An die Stelle von Rad und Schiene tritt ein elektromagnetisches Schwebesystem für den Antrieb. Geschwindigkeiten von bis zu 500 Stundenkilometern sind das Ziel. In Deutschland eine Illusion. Man hat vor allem übersehen, und das ist, zeigt, dass man eigentlich auch begabte Ingenieure niemals ohne Aufsicht arbeiten lassen darf, dass die Technik, die diesem Zug zugrunde liegt, zwar sehr gut ist, zweifelsohne eine gute Technik, aber in der Praxis ist es für ein Land wie Deutschland, das so klein und so dicht besiedelt ist, natürlich ein Riesenunsinn, ein System zu entwickeln, das große, aufwendige Stelzen braucht, die man überall im Land aufstellen müsste. Also überhaupt nicht praktikabel, aber eine tolle Technik und unfreiwillig Entwicklungshilfe für die Industrienation China. 2004 nimmt der Transrapid in Shanghai tatsächlich Fahrt auf. Vom Flughafen in die City. Rund 30 Kilometer mit Tempo 400. Bisher die einzige regelmäßig befahrene Strecke der Welt. Auch in München gab es derartige Pläne. Hier sollte der Flug quasi am Münchner Hauptbahnhof beginnen. Nur die Kostenexplosion konnte den Transrapid stoppen.
Der technische Fortschritt an sich reicht nicht aus. Man braucht ein komplettes System, ein soziotechnisches System, wie wir sagen. Man braucht Nutzer, man braucht Anwender, man braucht Komponentenhersteller, man muss die alle mit ins Boot holen. Und man muss vor allem den verkehrspolitischen Sinn einer solchen Technologie deutlich machen, von Beginn an. In Deutschland endet die Transrapid-Geschichte abrupt im September 2006. Auf der Teststrecke im emsländischen Lahten rast der Transrapid mit Tempo 170 in einen Werkstattwagen. 23 Fahrgäste sterben. Ursache: menschliches Versagen. Ich glaube, das ist keine tote Idee. Und es war ja auch durchaus verständlich, dass man auf sowas gesetzt hat, gerade in Deutschland, den schnellsten Zug zu bauen, alle überholen zu können, wirklich ganz vorne mit der Technik zu sein. Da habe ich durchaus Verständnis für. Für mich als Fahrgast wäre das auch sensationell. Das ist doch super. Man will möglichst schnell, möglichst komfortabel, ohne Zickereien und drumherum und zu spät kommen zu seinem Zielort. Und würde das alles so funktionieren, wie man sich's gedacht hätte? Na? An der Antriebstechnik lag es nicht. Doch Fliegen ist heute oft billiger als Bahnfahren. Toll Collect, ein LKW-Mautsystem wie aus dem Tollhaus und ein Beispiel dafür, wie sich eine führende Industrienation nachhaltig lächerlich machen kann. Toll Collect war, glaube ich, echt eine super deutsche Angelegenheit. Man wollte es einfach richtig, richtig genau machen. Also nicht so simpel wie die Österreicher oder die Schweizer mal eben eine Vignette aufkleben und dann Geld kassieren. Es gab einfachere Lösungen, aber diese einfachen Lösungen waren offenbar nicht gut genug. Man wollte in Deutschland zeigen, dass man was ganz Besonderes leisten kann und ist damit ziemlich auf die Nase gefallen. Unter Federführung der Konzerne Daimler, Chrysler und Telekom sollte 2002 das perfekte Abrechnungssystem entstehen. Was folgt, ist eine beispiellose Pannenserie. Die ausgeklügelte Erfassung der LKW durch GPS schlägt fehl. Die Leute haben die Sache einfach unterschätzt. Sie haben geglaubt, ach, das machen wir mal eben, das ist ja nicht viel Technik, so ein bisschen GPS und dann so ein Empfänger und schon haben wir das. Aber der Teufel liegt bekanntlich im Detail. Wenn die Hardware etwas weich in der Birne ist und dann sowas macht, dann könnte es oftmals schwierig werden. Wurde es ja in dem Fall auch. Ein paar Milliarden, die wir versenkt haben, dafür könnten wir uns zwei Griechenlands leisten, ist egal. Aber es haben ja Leute davon profitiert, weil nicht umsonst kommt ja der Name. Toll! Collect, das kennt man ja noch aus der Kirche. Inzwischen funktioniert das System einwandfrei, wird aber an Universitäten als Paradebeispiel für Fehler im Software Engineering vorgeführt. Wenn ich auf der Autobahn unter einer Toll-Collect-Brücke durchfahre, schaue ich jedes Mal hektisch auf den Tacho, weil ich denke, jetzt bin ich aber mit 100%iger Sicherheit geblitzt worden. Gott sei Dank kann ich auf Wasserstraßen mit meinem neuen Auto unbesorgt Vollgas geben, ohne Mautstation. Das Ding ist so überflüssig wie ein elektrischer Bratwurstumdreher beim Sommergrillen. Das braucht kein Mensch. Aber dafür ist das Schwimmauto ein echter Hingucker. Und nicht nur das, auch im Wasser macht es eine gute Figur. Überraschend nur, dass sich das Amphicar nie richtig freischwimmen konnte. Wenn unsere Industrie es noch nicht mal schafft, wirklich marktfähige 3-Liter-Autos in Masse herzustellen, dann brauchen wir kein Auto, das schwimmen kann. Das ist mal echt Blödsinn. Einspruch. Also das Amphicar, ich bin ja so ein bisschen Oldtimer-Fan und das Amphicar finde ich klasse. Also es sieht so herrlich schräg aus, es ist super. Und du fährst irgendwo schön gemütlich rum und dann sagst du, oh, hier ist ja eine Slip-Anlage, wie das heißt, für die Boote. Aber ich brauche gar kein Boot, ich brauche nur den Bootsführerschein und dann kann ich mit dem kleinen Auto ins Wasser fahren. Ich glaube, das finde ich gar nicht so verkehrt. Nur knapp 4000 Stück wurden bis Mitte der 60er Jahre gebaut. Über die Hälfte gingen über den großen Teich nach Amerika.
als ich so ein kleiner Bub war und das zum ersten Mal im Fernsehen, ich fand das toll. Und wissen Sie noch was? Ich war vor 5 Jahren in der Schweiz und da war eine Automobilausstellung und da hatten sie genau dieses Auto da stehen. Und ich bin dahin, habe das von allen Seiten fotografiert und ich bin nach wie vor ein Fan. Nur, so ein Ding braucht man nicht. Ich habe so ein bisschen an Knight Rider gedacht und also man kann sich doch sofort sehr lustige Ausflüge mit einem Schwimmauto vorstellen, oder? So Abenteuerlustig stelle ich mir das vor. Das Amphika der Gegenwart heißt Equator. Ein Auto für zahlungsfreudige Kunden mit ausgeprägtem Spieltrieb. Dahinter steckt so ein Bedürfnis von Menschen, möglichst alles parat zu haben. Also wir haben ja immer Universalwerkzeuge. Sie haben ja nicht ein Messer dabei, sondern ein Schweizer Taschenmesser. Da haben Sie einen Korkenzieher, einen Schraubenzieher, einen Zahnstocher, ist alles drin. Das wollen Sie gerne haben. Und warum auch nicht ein Auto, das auch noch schwimmen kann? Und es geht noch größer. In Budapest muss kein Tourist Angst haben, mit diesem Bus in der Donau baden zu gehen. Der schwimmt, und zwar oben. Im Brandenburgischen, südwestlich von Berlin, wollten deutsche Ingenieure hoch hinaus. Sehr hoch hinaus sogar, mit einem Fluggerät namens Cargolifter. Ich muss sagen, das ist einer der Fälle, da bin ich reingefallen. Ich fand die Idee nämlich ganz prima, als sie aufkam. Mir erschien es unglaublich logisch, in einem Land, das eine bis an die Grenzen der Belastbarkeit genutzte Infrastruktur hat, verstopfte Straßen, Staus, zu viele Lkw, einfach die Last in die Luft zu bringen. Der Cargolifter sollte seine tonnenschwere Fracht sogar in den entlegensten Regionen der Welt punktgenau absetzen. Allein, es blieb die Vision technikbegeisterter Ingenieure. Es ist technisch sehr aufwendig, die Physik ist da auch nicht so ganz leicht. Und insofern war dieser 160-Tonnen-Transporteur sicher ein Flop oder fehlgeleitete Idee. Der Haken dabei ist, so ein Heliumballon, ein leichter Wind und das Ding ist weg. Und das ist ein Riesenproblem. Und darüber habe ich dann mit den Jungs vor Ort gesprochen. Ja, meinten sie dann, bei großen Windstärken müssen wir halt dann, dürfen wir nicht fliegen. Ja, aber dass in Deutschland schon sehr viel und überall Wind ist, ist schon ein Problem. Auch der Höhenflug des mythenumrankten Zeppelins endete jäh. 1937 geht die legendäre Hindenburg beim Landeversuch in New York in Flammen auf. Die Zeppeline haben ja schon eine etwas unrühmliche Geschichte gehabt. Der Cargolifter war die Wiederauflage der Zeppeline. Und ich denke, wir sollten diese Idee jetzt endgültig begraben. Nach einem kurzen Börsenhoch meldet die Cargolifter AG 2002 Insolvenz an. Auch das Modell des geplanten Riesenluftschiffs kommt unter den Hammer. Eines der abenteuerlichsten Projekte der Luftfahrt endet mit einer Bruchlandung. Das jetzt heute, also diese Halle, wo der Cargolifter mal drin war, die ja riesig ist, jetzt ein Freizeitpark ist. Was lernen wir daraus? Wenn es nicht läuft, machst du am Ende einen Freizeitpark draus. Flughäfen gelten nicht nur als Verkehrsknotenpunkt, sondern auch als Sicherheitsrisiko. Seit den Anschlägen vom 11. September auf das World Trade Center in New York reichen die herkömmlichen Checks längst nicht mehr aus. Sogenannte Körperscanner, die den Fluggast durchleuchten, sollen als Terrorabwehr dienen. Wenn dieser Körperscanner mich davon entlasten würde, mich immer halb auszuziehen, wenn ich am Flughafen bin, also Gürtel, Uhr, Geld, Handy und was man alles so an sich hat, Jacken und noch eine Jacke, dann fände ich so einen Körperscanner eigentlich ziemlich hilfreich. Aber all das liefert dieser Körperscanner eben nicht und deswegen finde ich den ziemlich sinnfrei. Auf dem Hamburger Flughafen startete 2010 ein groß angelegter Versuch. Binnen 10 Monaten gehen rund 800.000 Passagiere freiwillig durch das 100.000 Euro teure Röntgengerät. Im Prinzip absolut harmlos, aber das ist natürlich richtig, man kann natürlich schon die Konturen sehen. Ist ja auch die Absicht eigentlich, man möchte sehen, was hat der Kerl oder die Frau im Körper. Sie könnten auch für deutlich bessere Laune an Flughäfen zum Beispiel sorgen, weil das sind ja menschliche, zwischenmenschliche Katastrophen, die sich zwischen gescannten und denen, die gescannt werden müssen, abspielen. Und ich glaube, dass das sehr viel leichter machen kann, solange die eben funktionieren und nicht Schwitzflecken für Terrorwaffen gehalten werden, nicht?
In den USA spüren Körperscanner schon seit einigen Jahren gefährliche Gegenstände auf. Trotzdem gelingt es einem Attentäter 2009 in Detroit, Sprengstoff aus Pulver an Bord zu schmuggeln. Sein Versteck, die Unterhose. Ich glaube, der Körperscanner ist ein ziemlich hilfloser technischer Versuch, zusätzliches Sicherheitsgefühl zu produzieren. Denn sicherer als vorher ist es dadurch auch nicht. Jedenfalls gibt es keinen vernünftigen Nachweis. Andererseits muss ich sagen, wer das als Eingriff in seine Intimsphäre empfindet, der hat sich diese Bilder da auf dem Monitor noch nie angeguckt. Also wer sich dafür schämt, dem ist nicht zu helfen. Sie ist klein, sie ist praktisch. Und sie geht nie kaputt. Die Plastiktüte. Und genau das ist ihr Makel. Also, wenn ich irgendwo bin und ich habe nichts dabei und ich habe gesagt, oh shit, ich habe wieder meine Tasche vergessen im Auto. Klar, dann nehme ich eine Plastiktüte, aber ich meine, einmal tragen und dann braucht man sie nicht mehr. Das ist natürlich ein Nachteil. Die Plastiktüte ist halt so einfach, ne? Sie kostet relativ wenig im Laden. Und wenn man dann gerade irgendwie merkt, man ist eigentlich schon schwerst bepackt, dann greift man eben nach dieser Tüte. Und schon hat man wieder alles falsch gemacht. 500 Jahre, so sagen Wissenschaftler, braucht eine Plastiktüte, ehe sie sich zersetzt. Unsere Meere gleichen daher einer Plastikmüllhalde. Seevögel bauen ihre Nester aus diesem Material, wie zum Beispiel auf dem Roten Felsen vor Helgoland. Eine tödliche Falle. Umschlungen von Plastikschnüren gehen die Tiere jämmerlich zugrunde. Ich habe schon so oft mit Meeresbiologen verendete Seevögel oder Meeressäuger aufgeschnitten, in deren Mägen Plastiktüten zu finden sind. Das Problem ist, wenn man das kurz erläutern kann, Plastiktüten schwimmen nicht an der Oberfläche, die sinken nicht auf den Grund, die schweben in der Mitte des Meeres und zwar millionenfach und werden von den Tieren irrtümlich gefressen, weil sie aussehen wie Quallen, diese Plastiktüten. Dann verstopfen die den Verdauungsgang und die Tiere verhungern bei vollem Magen, allerdings bei vollem Plastikmagen. Seit ihrer Erfindung Mitte der 1950er Jahre tritt die Plastiktüte ihren Siegeszug rund um den Erdball an. Niemand ahnt damals, mit welch verheerenden Folgen. Es gibt den Verdacht, dass Kunststoff verantwortlich ist für den Anstieg von hormonell bedingten Krebserkrankungen, für Unfruchtbarkeit und vieles mehr. Also Kunststoffe haben ein großes Risiko. Und ich glaube, das wurde einfach in der Vergangenheit, wurde bis heute immer so unter den Tisch gekehrt, weil es halt wahnsinnig einfach ist. Die durchschnittliche Gebrauchsdauer einer Plastiktüte beträgt 25 Minuten. Dann landet sie auf dem Müll. Nicht einmal die Hälfte wird recycelt. Hier müssen wir dringend drüber nachdenken, wie wir mit diesen Hinterlassenschaften der Zivilisation umgehen. Ich wäre natürlich für hundertprozentige Wiederverwendung, Recycling, aber ob man das hinkriegt, ob die Bevölkerung da mitmacht. In Europas Müllhauptstadt Neapel ist sie seit 2011 verboten. Nur noch Tüten aus organischem Material dürfen benutzt werden, wie auch in einigen anderen Ländern. China braucht rund 10 Millionen Liter Rohöl am Tag. Nein, nicht etwa für Industrie oder Autos, das geht extra. Die 10 Millionen Liter sind nötig, allein um den Tagesbedarf an Plastiktüten herzustellen. Für ein Alltagswegwerfprodukt verschwenden wir einen Rohstoff, den es in absehbarer Zeit nicht mehr geben wird. Halbzeit, meine Damen und Herren. Sie haben gewählt die 20 größten Fortschritt-Flops aus Wissenschaft und Technik. Jetzt kommen wir zur Nummer 10. Ein Thema, das sicherlich bei dem einen oder anderen zu einem Aufschrei der Empörung führt, weil es überhaupt auf der Liste steht. Aber dafür gibt es gute Gründe. Es wird gedämmt in unserem Land, und zwar flächendeckend. Der Energieeinsparverordnung sei Dank. Der Grund? Zu viel Energie verpufft durch unsere Gebäude. Und wir Deutschen wollen mal wieder ganz vorne sein. Jetzt wird eingepackt. Ziel, das klimaneutrale Haus. Wärmedämmung. Also die Aufregung um Wärmedämmung habe ich ja erstmal nicht verstanden, bis ich erfahren habe. Also erst schimmelt hier die Wand weg und dann irgendwann fällt die Platte ab. Die Probleme lassen nicht lange auf sich warten. Algen auf der Außenseite und Schimmel innen. Ursache? Feuchte Luft dringt ein und kondensiert zwischen Hauswand und Dämmung. Ja gut, wenn man falsch dämmt, dann kann da natürlich nichts Gutes bei rauskommen. Und es scheint sehr schwierig zu sein, gerade die Altbauten umzurüsten. Bei einem Neubau würde heute keiner mehr die Dämmung in Frage stellen.
Die Platten gelten als nicht besonders robust. Außerdem sind sie leicht brennbar. Dagegen müssen sie chemisch behandelt werden. Das macht sie zu Sondermüll. Doch über das Recycling dieses millionenfach verbauten Dämmstoffs denkt die Industrie noch gar nicht nach. Wenn Sie da massenhaft wieder Dämmmaterial produzieren und dann in 10 Jahren das entsorgen müssen, dann haben Sie wieder ein Müllproblem und dann fangen Sie wieder von vorne an. Dann haben Sie wahrscheinlich dabei mehr Energie verloren, als Sie durch das Dämmen gewonnen haben. Nur im einen Fall haben Sie es privat gewonnen und öffentlich verloren, was ja auch mal was Neues ist. Die Dämmplattenproduktion läuft auf Hochtouren, als gäbe es kein Morgen. Die Zauberformel für die bundesdeutsche Einheitsverpackung lautet Wärmedämmverbundsysteme. Die aus Styropor sind besonders günstig und leicht zu verbauen. Nachträgliche Wärmedämmung mit Styropor scheint einem nicht das optimale Verfahren zu sein, weil wir dann Häuser gestalten wie Thermoskannen. Wir packen sie einfach ein und innen drin schwitzt es und schimmelt. Da gibt es sicher intelligentere Verfahren, vor allem wie wir mit den Altbauten umgehen. Es gibt Naturstoffe, Kokosfasern, Holzfasern und so weiter. Man sollte vielleicht mehr diese etwas teureren Materialien zum Einsatz bringen, denn um die Wärmedämmung führt meines Erachtens kein Weg drumherum. Vielleicht kann man ja irgendwas machen, liebe Dämmplattenbauer, dass die nicht kaputt gehen und dass das darunter nicht schimmelt und so. Da ist doch bestimmt einiges machbar. Also dann finde ich Wärmedämmung tipptopp. Fortschritt sollte nachhaltig sein. Das bedeutet, Fortschritt sollte andauern und nicht zum Flop werden. Denn was nützt der Fortschritt von heute, wenn er morgen zur Belastung unserer Kinder wird? Vielleicht haben Sie sich ja vorab auf unserer Homepage bereits über die 20 Flops informiert und denken, aha, der meint die Atomkraft. Irrtum, wir sind erst bei Platz Nummer 9. Seit über 20 Jahren sind wir ein Volk von Sammlern und Trennern. Mit Hingabe widmen wir uns unserem Müll, Tonne für Tonne. Allein es fällt immer noch schwer, den Durchblick zu behalten. Ich finde es so verwirrend, der grüne Punkt mit dem gelben Sack, da fängt das Chaos ja im Großen und Ganzen schon an. Dabei war die Grundidee so simpel. Verpackungen mit dem grünen Punkt sollen in Sack oder Tonne. Aus Abfall entstehen neue Produkte, koste es, was es wolle. Wir haben schön unsere Joghurtbecher gespült. Wir haben den kostbarsten Rohstoff, denn wir haben Wasser, dazu verwendet, um Joghurtbecher blitzblank zu spülen, die dann am Ende doch wieder mit irgendwas anderem zusammengeschmissen. Wahnsinn, so etwas geht nur mit uns. Trotz jahrelanger Umerziehungsversuche landen immer noch 40% Abfälle im gelben Sack, die dort gar nicht hineingehören. Ich will doch meine Aufmerksamkeit nicht auf den Müll lenken, sondern auf die Vorbereitung des Essens. Also wenn ich Abend esse, dann will ich beim Kochen mich konzentrieren, beim Essen mich konzentrieren, aber nicht beim Müll wegwerfen. Das muss einfacher gemacht werden. Maschinen können Plastik längst sortenrein sortieren. Da müssten wir uns eigentlich gar nicht mehr die Finger schmutzig machen. Lohnt sich überhaupt dieser ganze Trennungsstress? Ich kriege immer die Krise, wenn regelmäßig bei uns eine Müllpolizei kommt, passiert ungefähr einmal im Jahr. Da wird kontrolliert, ob dieser gelbe Sack tatsächlich auch nur das beinhaltet, was da rein darf. Also nur die entsprechenden Kunststoffteile und so weiter. Und sobald die da, ich weiß nicht, irgendein Wursträtchen oder Ähnliches finden, dann heißt es 50 € Strafe. Bezahlen wir regelmäßig. Prinzipiell hat der grüne Punkt, so schlecht er ist, ein Umdenken bewirkt. Nämlich ein Umdenken, dass die Stoffe wertvoll sind und dass wir sie nicht einfach wegwerfen und in Massen verschleudern. Auch das Verbrennen der sorgfältig gespülten Joghurtbecher, das sogenannte energetische Recycling, wird von uns Verbrauchern subventioniert. Das ist nur mit den Deutschen möglich. Ich habe das noch so in diesem Umfang, in diesem akribischen Sammel- und Trennwahn noch in keinem anderen Land der Welt erlebt. Ihre Kosten von 1,5 Milliarden pro Jahr schlagen die Firmen am Ende auf die Produkte auf. Das ist der Preis fürs Trennen. Asbest, ein natürliches Mineral aus der Familie der Silikate. In Zeiten der boomenden Nachkriegswirtschaft wurde es als Wunderfaser gepriesen. Es galt als das Material der 1000 Möglichkeiten. An die tödliche Gefahr der Asbestfaser dachte damals kaum jemand.
Asbest war für mich in den 70er Jahren ein völlig selbstverständlicher Stoff. Der war überall. Der war in der Dämmung. Man hat ihn genommen, um etwas vor Feuer zu schützen. Es war ein Stoff, den wir im Alltag selbstverständlich verwendet haben. Und da wird einem im Nachhinein ganz Angst und Bange, was man da sich an Gesundheitsrisiken eingehandelt hat. Bei Asbest muss ich ja immer am irisch sein Lampenladen denken. Der Palast der Republik war Deutschlands größte Asbestruine. 5000 Tonnen dieses krebserregenden Baustoffs wurden zu DDR-Zeiten verbaut. Der Abriss ohne Atemschutz, ein Auftrag mit tödlichem Risiko. Einmal eingeatmet, dringen die nadelartigen Fasern in die Lunge und verursachen Asbestose. Die Hersteller und Macher, die wussten schlicht und einfach, was das für ein tödlicher Stoff ist. Und man hat ihn trotzdem eingesetzt. Und wer einmal damit kontaminiert ist, für den ist das Todesurteil. 1993 wird Asbest in Deutschland, Österreich und der Schweiz verboten. Die Entsorgung dauert bis heute an und kostet Milliarden. Was wir aus der Asbestkatastrophe lernen können, ist, bevor wir Stoffe massenhaft irgendwo verbauen und einsetzen, sollten wir uns wirklich genau angucken, was damit passiert nach 10, 20 oder 30 Jahren. Obwohl Asbest schon 1970 als krebserregend eingestuft wurde, lag zur gleichen Zeit der Verbrauch auf Rekordhöhe. Heute müssen extra Deponien für die Altlasten geschaffen werden. Man muss sich eigentlich heute fragen, was ist denn sozusagen das Asbest von morgen? Also sind es dann vielleicht Nanopartikel? Es werden immer wieder Materialien geschaffen werden, ausprobiert werden, die auch, wenn sie tolle Eigenschaften haben, eine große Verbreitung finden und bei denen sich erst im Nachhinein dann vielleicht herausstellt, dass sie riskant waren, zu riskant waren. Im Falle von Asbest hat man das Risiko viel zu lange verharmlost. Bis zu 30 Jahre dauert es, ehe die Asbestose ihre tödlichen Folgen zeigt. Der Höhepunkt an Asbesttoten wird in Deutschland im Jahre 2015 erwartet. Mein Freund, der Baum ist tot. Da geht er hin. Die Berge an Papier, die wir Deutschen produzieren, sind gigantisch. Wir sind auch Weltmeister im Papierrecycling. Nur ganz darauf verzichten fällt schwer. Man hat den Eindruck, dass irgendjemand hat gesagt, so Leute, papierloses Büro, und seitdem wird so viel gedruckt wie noch nie. Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass wir alle viel größere Papierstapel haben als vorher, weil es ja so einfach ist. Einmal mit der Maus Klick machen und schwupp kommen die 53 Seiten Filmmanuskript schon wieder raus. Ach, du möchtest auch noch eine Kopie, Klick, ach du, und Klick und zack. Und es wird immer schlimmer. Statistisch verbraucht jeder Bundesbürger 253 Kilo Papier pro Jahr. Damit sind wir Spitzenreiter in Europa. Dank Recycling haben wir nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Ich denke, bestimmte Sachen wollen wir einfach auf Papier haben. Sie wissen ja nie, ob Ihre Festplatte gelöscht wird, ob irgendwo der Strom ausfällt. Aber das Papier haben Sie in der Hand. Dadurch kann das Papier verbrennen. Aber irgendwie ist das etwas Festes, Solides. Man möchte doch lieber was anfassen können, wissen können. So, das sind meine Akten, das ist mein Kontoauszug. Hier steht es schwarz auf weiß, was ich besitze und was ich unterschrieben habe. Ich glaube, wir wollen darauf nicht verzichten. Papierlose Testläufe in verschiedenen Unternehmen haben gezeigt, bei großer Disziplin der Mitarbeiter lässt sich tatsächlich Papier einsparen. Aber das unstillbare Verlangen nach Gedrucktem bleibt. Man will ja auch etwas, wie es immer so schön heißt, für die Haptik. Und es ist schön, einfach umblättern. So ganz ohne Papier wird es nicht gehen, aber wir könnten uns einschränken, definitiv. Also da muss ich nur bei uns in der Redaktion gucken. Berge von Papier jeden Tag, das geht bestimmt ein bisschen besser. Dank des elektronischen Buchs und der elektronischen Zeitung keimt sogar so etwas wie Hoffnung auf im Blätterwald. Wer sich ohne Not chirurgisch optimieren lässt, hier die Nase, da der Hintern, hier mein Brustmuskel, der sieht hinterher nicht immer besser aus. Je nach Ergebnis wird er oder sie dann Neid oder Spott ernten. Sie wissen, Tunen ist teuer. In jedem Fall sollte das, was Sie einbauen, beste Qualität haben und TÜV geprüft sein. Deshalb ist es besonders infam, wenn an den neu eingebauten Silikonteilen gespart wird und die nicht mal die Qualität zum Abdichten von Fenstern haben. Auf Platz 6 landet eine Rückrufaktion der besonderen Art. Es ist der ewig währende Traum vom perfekten
perfekten Körper. Frau will schlank, schön und sexy sein. Für große Busen gibt es immer Bewunderer. Ich finde es irgendwie eine sehr... alleine die Idee. Und dann wird das wieder zugenäht sowieso. Ja, die macht, aber ich möchte das nicht. Badenixe Pamela Anderson hingegen hat in jeder Hinsicht Maßstäbe gesetzt. Pamela Anderson ist für mich ungefähr das abschreckendste Beispiel. Da will man doch eher kleinere Brüste haben. Nee, also weiß ich nicht. Ich kann das nicht. Mir ist es Schnurz. Also wenn jemand meint, er müsste solche Brüste haben, dann soll er sich die um Gottes Willen machen. Dass das aber wahnsinnig ungesund ist. Ich persönlich finde es auch nicht gerade besonders attraktiv. Aber hey. Für das Ideal von Schönheit legen sich immer mehr Frauen unters Messer. Im 19. Jahrhundert experimentierten die Ärzte mit Glaskugeln, Wachs und Wolle. Seit den 1990er Jahren gilt Silikon als Wundermittel für den Wunderbusen. Ja, ist es denn ein Flop? Ich glaube, Silikon in der Brust ist gar kein Flop. Ich glaube, dass das auch in der Zukunft noch gemacht werden wird. Ich glaube nicht, dass der Skandal um diese Silikonimplantate dazu führen wird, dass man dauerhaft darauf verzichtet. Für 100.000 Frauen weltweit wird der Traum vom großen Busen 2011 zum Albtraum. Der französische Hersteller PIP hat billiges Industrie statt medizinischem Silikon verwendet. Implantate reißen, es besteht Krebsgefahr. Eine einmalige Rückrufaktion beginnt. Der Skandal verunsichert eine ganze Branche. Das sind ja nicht nur die Brustimplantate, sondern das sind ja Prothesen an der Hüfte, das sind Prothesen am Knie. Es gab jede Menge Skandale. Dass da nicht dieselben Maßstäbe angesetzt werden, wie beispielsweise ein TÜV fürs Auto, das ist total überraschend. Mangelhafte Medizinprodukte machen niemanden schöner oder gesünder. Kaum trinken Sie den ersten Schluck Kaffee zum Frühstück, geht irgendwo dieses Ding an. Ein grauenhafter Umweltverschmutzer erster Güte, der Krach macht, der Ressourcen verschleudert und der einfach widerlich ist. Wenn ich Diktator in Deutschland wäre, würde ich ab sofort jeden Laubsauger verbieten und zwar instant, sofort. Das hat was mit Aufrüsten zu tun. Es braucht kein Mensch. Männer vielleicht, aber ich habe noch nie eine Frau mit so einem Ding gesehen. Wenn die Laubsauger-Armada in Anmarsch ist, gibt's was auf die Ohren. Hochtourige Geräte erreichen einen Lärmpegel von über 100 Dezibel. Das entspricht dem Dröhnen eines Presslufthammers. Ein völliger Blödsinn. Laubsauger. Allein schon diese Irreführung im Wort. Es ist ja ein Laubbläser. Es ist ja furchtbar zu sehen, wie mit dieser Höllenmaschine, mit diesem Lärm, wenn ich morgens ausschlafen will, draußen irgendwelche Leute rumlaufen, um Laubhaufen vom einen Haufen auf den nächsten zu pusten. Und weg sind die Dinger. Ich meine, weg sind sie nicht ja wirklich. Sie sind nur an der Seite und der nächste Wind bringt's wieder hin. Aber sie sind schon saupraktisch. Und saugefährlich. Zumindest für alle Kleinstlebewesen, die ahnungslos im Gebüsch ihr Dasein fristen und ohne Vorwarnung gnadenlos hinweggepustet werden. Andererseits ist er aus Heimwerker-Deutschland nicht mehr wegzudenken. Ich mag den Laubsauger eigentlich sogar ganz gerne, und zwar am Samstag, wenn nämlich draußen gehämmert, gebohrt, geschraubt, gesägt und Laub gesaugt wird. Dann kann ich schön auf meiner Couch sitzen und draußen ist so eine samstägliche Geschäftigkeit und es gibt mir ein wahnsinnig gutes Gefühl, nämlich die Welt ist irre in Ordnung. Vielen mag das wie Hohn in den Ohren klingen, gilt der Laubsauger doch als wahrlich außerirdische Erfindung. Vielleicht ist es eher so dieses Darth Vader-Gefühl, dass ich wie mit so einem Laserschwert hier Dinge bewegen kann. Und wenn es auch am Ende nur tatsächlich das Laub ist, das auf dem Boden liegt. Aber diese Machbarkeit, ich kann was mit einem Gerät, was ich schwinge und was auch noch so eine gewisse Phallusähnlichkeit hat, kann ich dafür sorgen, dass sich Dinge bewegen. Das ist ein großartiges Männerspielzeug einfach. Ich glaube, deswegen hat sich das durchgesetzt.
In diesem Sinne, der nächste Herbst kommt bestimmt. Die Energiesparlampe gilt schon heute als eines der größten Ärgernisse, das uns die EU beschert hat. Doch die Zeit lässt sich nicht mehr zurückdrehen. In 2012 werden die letzten herkömmlichen Glühbirnen aus dem Handel verschwinden. Ist das Fortschritt? Ich meine, natürlich braucht das weniger Strom, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn das Ding so am Anfang so rumglimmt, man ist kalkweiß, die Farbe stimmt nicht, man ist in ein Weiß getaucht oder eigentlich so ein Kalkweiß getaucht. Ich muss da 5 Minuten warten, bis die Leuchtstärke da wirklich, da bin ich schon lange wieder aus dem Raum rauf. Die Industrie hat längst umgerüstet. Die Produktion der Energiesparlampe läuft auf vollen Touren. Doch es kommen Zweifel auf. Eigentlich ist es eine sinnvolle Sache, Energie einzusparen und so weiter und so fort. Alles, was damit verbunden ist, die ganzen Vorteile, durchaus positiv. Und dann auf einmal hört man, dass sie ökologisch, gesundheitlich eine Menge Risiken mit sich bringt. Und ich frage mich immer, das hätte man doch vorher wissen können. Und auch das ist wieder ein Beispiel dafür, wenn eine Technik nicht praxisnah ist, wenn die Menschen das nicht annehmen, und im Falle von Licht muss es auch schönes Licht sein, dann taugt es nichts. Im Vergleich zur Glühbirne hat sich der Preis für die Energiesparlampe vervielfacht. Dafür soll sie länger halten. Und der Verbraucher ist einverstanden, weil es Strom spart und gut gegen den Klimawandel ist. Es ist gar nichts schlecht an der Energiesparlampe. Nichts ist schlecht an der Energiesparlampe. Ich möchte mich wirklich mal für die Energiesparlampe aussprechen. Klar, Kleinvieh macht auch Mist. Also man muss auch sozusagen bei der Umstellung auf eine ökologischere Lebensform muss man auch an solchen Enden sparen. Ich habe nichts gegen die Energiesparlampe. Das muss sich alles weiterentwickeln. Und in Anbetracht unserer Situation brauchen wir auch Energiesparlampen. Energiesparen ja, aber zu welchem Preis? Gut, der Leuchtfaden einer Glühbirne wird bis zu 3000 Grad heiß. Energie, die verpufft. Aber eine Energiesparlampe sondert bei Gebrauch krebserregende Stoffe ab. Zerbricht sie, verdampft giftiges Quecksilber. Hat man ja gekauft, weil man der Umwelt was Gutes tun wollte. Und wenn ich jetzt höre, dass in ganz vielen Energiesparlampen Quecksilber drin ist und das wiederum krebserregend sein kann, dann frage ich mich, ob das wieder alles so schlau war und ob das nicht ein Schnellschuss war, ob man sich da nicht nochmal was anderes hätte überlegen sollen können, wenn nicht sogar müssen. Das Zeug, kann ich Ihnen gleich sagen, setzt sich zumindest bei mir nie richtig durch. Brauch's auch nicht, denn da kommen ja schon die LEDs und OLEDs und die machen wirklich das Ding. Noch sind diese neuen Leuchtmittel unerschwinglich. Doch sie sind umweltfreundlicher und machen allemal besseres Licht als die herkömmliche Energiesparlampe. Wir stehen kurz vor dem Finale der 20 größten Fortschrittflops. Ihr Votum war klar, wie überhaupt die Haltung von uns Deutschen beim folgenden Thema völlig eindeutig ist. Wenn Sie tanken, dann wollen Sie Ihrem Auto was richtig Gutes tun. Sie wollen tote Dinosaurier, verrottete Farne und Mammutbäume in flüssiger Form. Kurzum, Sie wollen Öl und nicht diesen Rapsfusel, von dem Ihr Auto Blähungen bekommt. Platz Nummer 3, der Biosprit. An deutschen Tankstellen gibt es keine Kompromisse. Während die einen auf Super Plus schwören, setzen die anderen ganz auf Diesel. Hat da ein Gemisch wie E10 überhaupt eine Chance? Ganz oft hatte ich hier den falschen Zapfhahn in der Hand. Ich dachte so, ah, ich trank doch keinen Biosprit. Biosprit, ich habe keine Ahnung. Irgendwer hat's verbockt. Der Deutsche tankt so ungern Biosprit, weil er zu Fahrzeugen ein genauso irrationales Verhältnis hat wie Amerikaner zu Waffen. Es geht ja da gar nicht darum, dass man das Beste, Sinnvollste macht oder fragt, brauche ich das wirklich, sondern man will es einfach, weil sich das nach Freiheit anfühlt. Die Freiheit liegt im Kornfeld, dachten sich die EU-Politiker. E10 soll den klimaschädlichen Ausstoß von Kohlendioxid reduzieren. Gleichzeitig wollen sich die Länder mit dem Biobenzin unabhängig von den Mineralölkonzernen machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute mir erzählt haben, ich habe das getestet, da verbrauchst du viel mehr. Und noch schlimmer, nee, ich bin doch nicht blöd, nachher geht mir die Karre kaputt. Um die EU-Richtlinie von 10% Bioethanol im Sprit zu erreichen, wird aus aller Welt biologischer Nachschub geordert.
Früher hieß es immer, der Tiger kommt in den Tank. Heute haben wir Mais und Getreide und Raps und Zuckerrüben. Die neue Form von Essen auf Rädern. Ich meine, wir haben als Kinder alle mal gelernt, isst dein Teller auf, in Biafra verhungert der Neger. Ne? Heute guckt der Afrikaner nach Europa und sagt, da fährt mein Hirsebrei. Und da habe ich schon gedacht, es kann doch nicht sein, dass wir Lebensmittel durch den Auspuff blasen. Da wird der Deutsche doch wach und wird sagen, da gehe ich auf die Straße, das mache ich mit. Nein, er hat Angst gehabt, dass der Motor könnte klopfen. Der Motor könnte klopfen. E10 steht mittlerweile für ein absolutes Informationsdebakel. Eigentlich ist die Grundidee gar nicht so übel. E10 ist besser fürs Klima und schont die Ölreserven. Eigentlich. Man kann die Leute nicht zwingen, jeder darf tanken, was er will. Und dann bleiben eben die blöden Jungs, die dann also vergessen haben, die Leute aufzuklären, einfach auf ihrem Treibstoff sitzen. Und das finde ich gut so. Eine herbe Niederlage für Politik und Ölindustrie, deren Ruf dadurch auch nicht besser wird. Ich dachte bislang immer, dass Zeit absolut oder wenigstens Gott gegeben ist. Bis im Jahre 1916 ein Kaiser namens Wilhelm II. An der Uhr drehte und die Sommerzeit einführte. Seine Untertanen mussten daraufhin Bahnhofsuhren umstellen, zu Turmuhren hochsteigen, fielen dabei manchmal auch runter. Und das nur, weil sie den Zeiger mal vor und dann im Winter wieder zurückdrehen mussten. Dann kam die Ölkrise. Man wollte Energie sparen, Stichwort autofreier Sonntag, und alle drehten wieder am Zeiger. Und heute drehen wir immer noch am Rad, denn wir haben permanente Ölkrise, was der Zeit völlig egal ist. Vielleicht haben Sie deswegen die Sommerzeit auf Platz 2 gewählt. Jedes Jahr im Frühling passiert das, wovor sich die Langschläfer fürchten, die Zeitumstellung. Plötzlich verpufft eine Stunde unseres kostbaren Schlafs und keiner weiß wohin, geschweige denn warum. Ich verstehe es halt einfach nicht. Für mich ist es einfach nur so was total Nerviges, wo man schon 3 Wochen Gespräche führen muss. Wann wird eigentlich nochmal die Uhr umgestellt? Stunde vor oder Stunde zurück? Nie weiß man's. Auf der Stelle abschaffen, einfach normal weiter. Früher ging's doch auch. Energetisch, das wissen wir inzwischen, hat es keinerlei Vorteile. Die Leute müssen sich umgewöhnen. Auch die Tiere, ich meine, auf dem Bauernhof haben ihre Riesenprobleme. Ich bin zwar kein Tier, aber ich habe auch Probleme. Seit nunmehr 32 Jahren folgen wir dem Diktat der Zeitumstellung. Ich stehe einfach auf, wenn der Wecker klingelt. Und der klingelt um 3:45. Das ist mitten in der Nacht. Da weiß ich sowieso, wo oben noch unten ist. Ich weiß weder, wie ich heiße, noch warum dieser Wecker klingelt. Wie von Geisterhand steuert die Atomuhr 2-mal im Jahr unsere neue Zeit. Bundesweit und sogar pünktlich. Jetzt können wir es aber nicht mehr ändern, weil es ist in ganz Europa so. Und sorry, die Umstellung von der Umstellung, das geht nicht. Ja, habe ich schon mal gehört, ne? Der Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg war auch nicht möglich. Man muss das nur wollen, man muss das nur wollen. Es wäre ein Segen, nicht nur für das liebe Milchvieh, sondern auch für die Langschläfer im Lande. Hat doch ein gestörter Biorhythmus bei manchen gravierende Folgen. Bleierne Müdigkeit und Unachtsamkeit im Straßenverkehr. Der normale Deutsche sagt natürlich wieder, wenn er jammern muss, es ist noch eine Stunde länger hell am Abend. Es ist noch eine Stunde mehr, wo man uns das Elend angucken muss. Ich halte es nicht mehr aus. Aber ich finde, die Sommerzeit, ob die jetzt wirtschaftlich was bringt oder nicht bringt, ist mir völlig wurscht. Aber wenn ich abends um 10 noch draußen sitzen kann im Sommer und es ist noch so ein bisschen diffuses, halbhelles Licht, finde ich toll. Wir sollten die Sommerzeit einfach beibehalten. Das wäre mal echter Fortschritt. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, waren sich völlig einig, Platz 1 erhielt mit großem Vorsprung vor allen anderen Flops die meisten Stimmen. Topflop Nummer 1, das ist mittlerweile gesellschaftlicher Konsens in Deutschland, ist die Atomkraft. Da sind unsere Nachbarn aus Österreich schlauer als wir. Sie haben das einzige Atomkraftwerk, das sie jemals gebaut haben, nie in Betrieb genommen. Unsere Schweizer Nachbarn hingegen betreiben das inzwischen älteste AKW der Welt. Klar, dass die Energiekonzerne und manche Politiker in der Atomkraft immer noch einen strahlenden Erfolg sehen, so wie der amerikanische Präsident Barack Obama, der gerne mit dem Klimawandel argumentiert. Andererseits, hätten die Neandertaler statt Holzfeuer Atomkraftwerke betrieben, dann wären wir heute immer noch aktive Verwalter ihres nuklearen Abfalls. Schließlich beträgt die Halbwertszeit von Plutonium 24.500 Jahre. Platz 1 der Flops, die Atomenergie. Seit
Seit ihrer Entdeckung in den 1930er Jahren spaltet die Kernenergie die Welt. In der technikbegeisterten Zeit der Wirtschaftswunderjahre entstehen überall in Europa Atomkraftwerke. Sie sollen sauberen und sicheren Strom liefern. Atomkraft ist natürlich eine Hybris des Menschen. Das ist eine Überheblichkeit, zu glauben, man könnte so detailliert Kernphysik steuern und man könnte so detailliert überblicken, was da alles passiert, welche Gefahren existieren. Das war eine absolute Arroganz des Menschen. In Deutschland gehen insgesamt 30 Reaktoren ans Netz. Die Atomlobby setzt ihre Vision der nuklearen Stromversorgung ungebremst durch. Ihr Argument: Die Technik sei voll beherrschbar und alternativlos. Die Atomkraft zeigt, dass es nicht geht, die Plastiktüte zeigt, dass es nicht geht. Wir können uns dieses naive Herangehen an technische Entwicklung, an Innovation einfach nicht mehr leisten. Wir sind einen Schritt weiter in der technischen Zivilisation des 21. Jahrhunderts. Wir müssen Technikentwicklung mit Verstand betreiben. Den Verstand völlig ausgeschaltet hatten alle Verantwortlichen Anfang der 70er Jahre. In Kalkar am Niederrhein entsteht der sogenannte schnelle Brüter. Er soll zwar deutlich weniger Uran verbrauchen, produziert dabei aber quasi als Abfall kernwaffenfähiges Plutonium. Schon während der Bauphase gibt es heftige Proteste. Der schnelle Brüter wird nie angeschaltet. Was mich ja immer noch irritiert, da auch, ist eigentlich, wie wir Menschen da verführt worden sind, an diese Technologie zu glauben. Ich finde das Wort schneller Brüter, das finde ich ja schon raffiniert. Also da denke ich ja sofort an eine Ente, die irgendwie was ausbrütet. Also es hat so was wahnsinnig Freundliches und menschennahes, Brüter, Abklingbecken, assoziiert mit ganz vielen positiven Begrifflichkeiten. Und das Gegenteil war natürlich eigentlich der Fall. Spätestens seit 1986 hätte es jeder wissen müssen. Kernschmelze im Atomkraftwerk von Tschernobyl. Hilflos versuchen sogenannte Liquidatoren, den Reaktor zu sichern. Sie bezahlen diese Arbeit mit ihrem Leben, fast ausnahmslos. In Japan zerstört 2011 ein Tsunami ganze Küstenregionen. Gleichzeitig kommt es im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi zum GAU. Da sind schlimme Dinge auf der Welt passiert. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, da voranzugehen und zu sagen, es geht auch mit erneuerbaren Energien. Und das, finde ich, ist das Einzige, was sehr wichtig ist und was zählt jetzt. Am Ende sah es so aus, als hätte es Fukushima gebraucht, damit sich daran wirklich etwas ändert. Ja? Also traurigerweise, ja. Als Folge von Fukushima beschließt Deutschland, bis 2022 das letzte Atomkraftwerk abzuschalten. Aber die Probleme werden uns trotzdem noch viele tausend Jahre begleiten. Für den radioaktiven Müll gibt es noch immer kein sicheres Endlager. Gorleben und Co. sind Provisorien, in denen die Fässer teilweise verrotten. Auch Wissenschaftler können nicht voraussagen, was mit dem strahlenden Müll unter der Erde passiert. Was mir Angst macht, ist einfach, dass wir nicht wissen, wohin wir diesen ganzen verdammten Müll packen. Und wie kann man seit Jahren und Jahrzehnten Atommüll produzieren, ohne wirklich ein Endlager gefunden zu haben? Und da sind wir nicht alleine auf der Welt, sondern es gibt einfach keins. Und das, finde ich, ist so eine Sauerei auch für die Menschen, die nach uns auf diesem Planeten leben werden. Das ist unverantwortlich. Der Ausstieg. Vom Ausstieg, vom Ausstieg. Er kommt spät, aber vielleicht nicht zu spät, wenn sich diesmal alle dran halten. Sie mögen jetzt vielleicht denken, technischer Fortschritt führt unweigerlich in die Apokalypse. Das ist falsch, denn die Apokalypse kommt automatisch, auch ohne Fortschritt. Aber im Ernst, natürlich haben unsere Wissenschaftler und Ingenieure auch unglaublich viel Gutes erreicht. Wir jammern auf hohem Niveau und haben ja in der Zukunft die Chance, gelegentlich auch Fortschritt mit Verstand zu betreiben. Also vorher genau überlegen, was hinterher dabei herauskommen könnte. Wie beim Medikament ist das Problem die Nebenwirkung. Das war unsere Dreisat-Wissenschaftsshow mit den 20 größten Fortschrittflops. In diesem Sinne schreiten wir weiter fort. Einen schönen Abend noch und tschüss.